Spüre deine Liebe, weil du der eine bist. Du vertreibst meine Zweifel, weil du mir immer Hoffnung gibst. Ich bin deine stolze Frau, deine Umarmung gibt mir Kraft, sodass ich gar keine Zweifel mehr hab. Hey ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich habe ja gestern den Vlog beendet und fange heute wieder ein neues an. Ich werde jetzt erstmal die Küche aufräumen. Also da hat gerade Lina in die Kita gebracht, ist immer noch nicht da, keine Ahnung warum. Ja, und hier müssen wir einmal aufräumen. Die Kinder haben gerade Obst gegessen. Lia spielt da. Und heute sind wir auf einem Geburtstag eingeladen. Dimmerschke. Ja, freust du dich? Ja? Ja. Genau, und ich werde jetzt hier einmal aufräumen. Die Küche muss ich aufräumen, wie man sieht, weil, ja, ich habe gestern nichts mehr gemacht, nachdem Auto nach Hause gekommen ist. Aber was gut ist, das Essen ist komplett leer. Übrigens hat Audas Freund Geburtstag heute, deswegen haben wir, also sein Fußballkamerade, und ich habe dem so eine Box vorbereitet mit Süßigkeiten, Tee, dann so ein Anti-Haarverlust-Intensivschaum. Ich hoffe, das ist nicht läppisch. Ja, mit dem Alter kommt das Haarausfall, ne? Dann haben wir hier noch von Rituals so einen Badeschaum. Genau, und ganz viele Süßigkeiten und Lokum und so. Ja, ich hoffe, er freut sich auf jeden Fall. Das ist so smart, so, ich habe jetzt hier die ganzen Klamotten von Lina, Lia, meinem Bruder und Audet reingetan. Wir bringen das jetzt alles zur Kleiderkammer. Ihr wisst, 2019 haben wir unsere ganzen Spenden da abgegeben, was wir mit euch zusammen gemacht hatten, die Spendenaktion. Und ja, anstatt dass das hier jetzt rumliegt, also ein Teil schicken wir nach Irak und hier den Rest bringen wir jetzt gleich der Kleiderkammer vorbei. So ihr Lieben, wir waren gerade bei Kaufland und beim Türken. Ich zeige euch jetzt unseren Einkauf. Ich habe bei, wie heißt es denn noch gleich? Also ich habe nicht viel Gemüse gekauft, weil wir sowieso unsere Box bekommen. Unsere Gemüsebox, deswegen dachte ich mir, ich kaufe jetzt nicht allzu viel Gemüse, weil sonst landet das eh im Müll. Aber ich kann jetzt zeigen, was wir sonst so gekauft haben, und zwar einmal Kellogg's. Das mögen auch der Kinder sehr gerne. Dann diese Chips haben wir für hier mitgenommen. Okay, das ist jetzt vom Türken. Dann haben wir einmal Paprika Edelsüß, das benutze ich in fast jedem Essen, also zu 99%. War jetzt leer. Dann hat auch diese gelben Zucchinis gekauft. Ich weiß nicht, was er damit vorhat. Dann zweimal Hähnchensalat. Einmal arabisches Brot. Dann einmal grüne Linsen. Ich weiß auch noch nicht, was ich damit vorhabe. Ich denke mal, ich mache so eine Reis-Bunkel mit grünen Linsen. Das schmeckt super lecker, macht meine Mama immer. Dann gab es wieder mal Toastbrot. Unsere Kinder essen irgendwie nur Toastbrot. Aber auch, also bei uns gibt es so Toastbrot morgens. Und natürlich, aber variiert das hier. Dann einmal Erdnüsse. Und hat auch diese Magdalenas gekauft, der liebt das. Ich hatte noch letztens welche bei Action Gold, aber das hat er alles aufgegessen. Dann haben wir hier Brokkoli. Falschtücher. Eine Gurke. Und Bananen. Bananen dürfen bei uns nie fehlen. Ich weiß aber, dass Bananen nicht gut sind, wenn man abnehmen möchte. Habe ich gelesen. So, dann die nächste Tüte. Da haben wir einmal Hähnchenbrust, gepökelt aus Fleischstücken zusammengefügt und gegart. Spitzenqualität. Okay. Einmal das für Albert, für morgen. Dann nochmal diese Fake-Knickknacks.
kann ich nur empfehlen, die schmecken echt gut. Dann habe ich Fratasano-Hähnchen mitgenommen, die schmecken super gut. Und noch eins, dann gab es Actimel, super lecker, aber das trinken wir die Kinder. Ich esse ja gar nichts Süßes mehr. Dann Pizzateig, weil heute muss es wirklich wieder schnell gehen. Wir gehen ja heute auf die Geburtstagsfeier von Linas Freund und wenn ich sie abhole, mache ich sie schnell fertig, essen was und dann fahren wir los. Dann Donuts, gefrorene Donuts. Für die Kinder gab es Milchschnitt, hatten wir auch sehr lange nicht mehr. Dann kann ich euch die hier nur empfehlen, die schmecken super lecker. Das sind Reiswaffeln mit weißer Schokolade. Da steht zwar Joghurt drauf, aber ich finde, das schmeckt wie weiße Schokolade. Dann gab es für mich dieses Brot, das ist Weltmeister Merkorn von Harry. Bin mal gespannt, wie das schmeckt. Ich dachte, ich probiere mal was Neues aus. Dann haben wir hier Schlagsahne, darf bei uns auch nie fehlen. Das erste Mal haben wir von Miri Paprika Chili mitgenommen, das ist glaube ich Frischkäse. Dann nochmal Hähnchenbrust Salami und Salami pure Pute. Mais hatten wir auch nicht mehr. Thunfisch für die Pizza. Dann hat auch der Rösti mitgenommen. Ich glaube, wir hatten so lange nichts mehr aus der Tiefkühlabteilung und Pommes. Aber dann meint du noch viel Pommes oder so. Du zerbrichst dir jedes Mal deinen Kopf, wenn du was kochen willst. Mach mal sowas. Ich schwöre es euch, Leute, wir haben, glaube ich, das letzte Mal vor 3-4 Jahren, außer die Kapitalpizza, letztens, also was Tiefgekühltes gegessen. Weil ich finde, wir ernähren uns total gesund. Wirklich. Dann haben wir einmal Joghurt. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wie ihr unser Essen findet. Findet ihr, wir essen ausgewogen oder doch nicht so ausgewogen? Dann haben wir einmal Kichererbsen. Haben wir nur noch einmal, deswegen habe ich noch eins mitgenommen. Dann haben wir Sumak. Vielleicht kennen das einige von euch. Das kommt, schmeckt super lecker auf, wenn man halt so einfach Gurken, Tomaten und so schnibbelt und das da drauf macht. Dann habe ich meine Reisnudeln mitgenommen. Da fragt ihr auch immer, die sind vom Türken. Ich habe die auch noch nie irgendwo anders gesehen, in irgendeinem Supermarkt oder so. Dann einmal Bohnen. Da holen wir immer das hier von Santat. Für die Kinder gab es diese Cracks-Sticks. Eigentlich hole ich die immer mit Gewürzen, aber gab es leider nicht. Dann auch für die Kinder Würstchen. 1 Kilo Hackfleisch. Und wir haben unseren Reis, fragt ihr uns auch immer, das ist der hier. Ich hole immer den hier, das ist der Langkornreis. Es gibt auch den dickeren habe ich letztes Mal gekauft, weil es den hier nicht mehr gab. Das war Anfang Corona. Und ja, der schmeckt uns einfach nicht. Mir schmeckt der nicht. Ich finde, Langkorn schmeckt besser. Jetzt sortiere ich alles ein. Und dann esse ich was. Ich habe immer noch nicht gefrühstückt und wir haben schon keine Ahnung, wie viel Uhr. Aber ich sortiere jetzt erstmal alles ein. So, ich zeige euch jetzt mal meine Shein-Bestellung. Das ist das erste. Das kann man entweder so als Hemd benutzen oder auch als Jacke. Ich finde, so an solchen Tagen, wo es nicht so warm ist, kann man das perfekt als Hemdjacke benutzen. Also einfach so raus, darunter ein T-Shirt oder so. Ich finde das mega schön. Das ist so ein Samt-Dingens. Samtstoff ist sehr, sehr angenehm und weich. Die Ärmel kann man entweder so tragen oder man krempelt die so ein bisschen um. Finde ich richtig schön. Das habe ich unten verlinkt. Und mit meinem Code könnt ihr ab 49 Euro immer noch 20% sparen. Leute, das ist ein bisschen sexy, muss ich sagen. Und zwar hat das so Risse. Ich finde das voll cool mit so Sneakers unten drunter. Hinten ist es länger, damit wenn man sich bückt, man nichts sieht. Das kann man auch entweder als Jacke benutzen oder als Dingens halt. Ja, ganz normal. Als Jeanskleid finde ich richtig, richtig schön. Voll, ich finde es voll sexy. Ich weiß nicht, ist das hier auch so? Ich mag sowas total. Und ich war mir sehr unschlüssig, ob ich das bestellen soll, aber jetzt bin ich froh, dass ich das bestellt habe. Und das habe ich übrigens in S bestellt. Immer eine Nummer kleiner bestellen, weil die fallen sehr, sehr weit aus. So, bei dem Kleid entscheidet jetzt ihr. Ich bin mir nicht sicher. Das ist so ein Kleid. Das hat so... Das ist so ein Stufenkleid, der ist auch nicht durchsichtig oder so. Ich finde es eigentlich ganz schön.
Ich habe es jetzt hinten nicht komplett zubekommen, aber der fällt halt komplett lang aus. Ja, das ist halt perfekt, wenn man so in die Stadt oder so fährt. Bei uns in Köln ist es sehr, sehr windig in der Stadt und dann passt das einfach perfekt, wenn man in der Stadt einkauft und nicht die ganze Zeit daran denken muss, oh, mein Kleid fliegt jetzt hoch, weil es ist wirklich bei uns in Köln in der Stadt sehr, sehr windig. Ja, ich finde es eigentlich ganz schön. Hier gefällt mir auch sehr, sehr gut. Mal was anderes, nicht immer dasselbe. Jetzt kommen wir noch wieder zu den letzten zwei Kleidern. Leute, ich finde dieses Kleid so, so, so schön. Nur, mein Akku ist übrigens von meinem Ding ins Leer gegangen. Von der Kamera, ich muss das gleich aufladen. So finde ich es perfekt. So sieht es schön aus. Aber das Größe M und fällt leider so. Und das ist mir einfach zu breit. Wäre ich schwanger, wäre das perfekt, das perfekte Schwangerschaftskleid. Aber es ist mir einfach viel zu groß. Deswegen werde ich das auf jeden Fall nicht behalten. Sonst wunderschönes Kleid. Die Farben gefallen mir so gut. Ich bin gerade echt enttäuscht, dass das dass man nicht meine Nippel, Leute, bevor ihr jetzt wieder kommentiert. Schade. Das hat mir so gefallen auf dem Foto. Obwohl das M ist, hätte ich das lieber in der S bestellt. Naja, so viel habe ich jetzt auch nicht abgenommen durch 4x Fitness, ne? So, das letzte Kleid ist das hier. Sieht aus wie so ein mintgrünes Brautkleid, ich weiß. Ist Größe M. Ich habe es leider nicht zubekommen, weil das hier klemmt. Aber sonst passt es einfach. Ja, das ist jetzt Größe M und es sieht auch wunderschön aus. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich das anziehen soll. Aber ich fand es halt so schön und habe es bestellt. Das ist mal was anderes, nicht immer dasselbe. Und wie findet ihr es? Die Arme sind auf jeden Fall durchsichtig. Ich verlinke euch mal alles. Vielleicht habt ihr Interesse und guckt euch das mal an. Und wie gesagt, mit meinem Code könnt ihr 20% sparen auf 49 Euro. So, wir sind jetzt auf der Geburtstagsparty und die Kinder sind hier am Turnen. So, langsam! Mia, abbiegen, Cousima! Ich habe gestern nicht mehr gefilmt, weil wir waren kaputt. Wir haben die Kinder schlafen gelegt und ich war auch kaputt, wirklich. Also wir sind die ganze Zeit mit den Kindern hin und her gerannt. Wir waren da auch bei der Turnhalle und so, in der Turnhalle. Genau. Ich habe mir jetzt ein Cappuccino gemacht. Lina ist mittlerweile im Kindergarten und Lia schläft. Wir wollten heute eigentlich
was Leckeres kochen. Nur das Problem ist, Audel will halt kein Fleisch essen und ich will halt kein Kartoffelauflauf. Er wollte Kartoffelauflauf, wir hatten das letzte Woche schon. Und ich habe mir jetzt überlegt, dass wir mit meiner Mama und mit meinem Bruder und den Kindern zusammen zu Gagawa gehen und da heute essen, nudeln. Und ja, ich werde also heute die komplette Wohnung tiptop sauber machen, auch den Balkon. Weil morgen haben wir 31 Grad und die Kinder werden natürlich sterben in der Wohnung bei der Hitze. Deswegen, Freitag haben wir 31 Grad und Freitag haben wir auch unseren Mädelsabend. Ich hoffe, es wird nicht so heiß. Ja, toll. Egal, gucken wir mal. Auf jeden Fall werden wir jetzt einmal hier schön aufräumen und dann fahre ich um 14.30 Uhr Lina abholen, dann geht es zur Sprachtherapie. Von der Sprachtherapie aus gehen wir dann in die Arkaden. Ja. So, ich habe mich jetzt fertig gemacht und werde jetzt einmal die Wäsche aufhängen. Und dann geht es auch schon los für uns. So ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause. Wir waren kurz in den Arkaden, haben dort gegessen und so. Und unser Licht, also ich habe heute beim Fahren eine Meldung bekommen, dass hinten links der Blinker nicht funktioniert und alles mögliche, Bremslicht, blablabla. Und dann habe ich direkt gedacht, hey, wir haben das vor 4 Monaten machen lassen, wie geht das? Habe die dann zur Sprachtherapie gefahren und habe, ein bisschen an dem Ding gespielt. Ich habe den Kofferraum aufgemacht und dann hat es auf einmal wieder geklappt, Gott sei Dank. Aber ich weiß immer noch nicht, wovon das kommt. Ja, ich weiß immer noch nicht, wovon das kommt. Naja, wir sind jetzt zu Hause. Ich zeige euch mal kurz, was ich gekauft habe für die Kinder. Also Lina hat einmal die Sonnenbrille bekommen von meiner Mama. Das hat einmal so ein Schmetterling und einmal so ein Blümchen, richtig süß. Dann, wir gehen Freitag schwimmen. Da haben wir einmal diese Schwimmflügel gekauft für 3,99 oder so. Und für Lea gab es einmal das. Ich hoffe, die traut sich da rein und setzt sich auch da rein. Mal schauen. Ja, ansonsten mache ich jetzt die Wäsche. Ich habe halt schwarze und weiße Wäsche gewaschen. Die weiße habe ich schon aufgehangen. Ich habe das mit unserem Balkon übrigens auch tippitoppi sauber gemacht. Damit die Kinder morgen planschen können. Weil wir haben morgen 29 Grad. Leute, schaut mal, das regt mich so auf an unserem Balkon hier. Moment. So. Seht ihr das? Das splittert voll ab. Ich weiß nicht warum. Das stört mich total. Ich weiß auch nicht, ob man hier mit so einer Farbe drüber gemalt hat damals und das ist, ob es deswegen absplittert. Ja, ich habe jetzt hier alles einmal sauber gemacht, gewischt. Den Planschbecken muss ich halt morgen nochmal aufblasen. Der ist nämlich, da ist ein bisschen Luft raus. Aber ja, sieht man auch ganz gut. Ja, jetzt mache ich erstmal die Wäsche. Ich hole jetzt noch die andere Wäsche. Und dann muss ich hier noch ein bisschen Ordnung schaffen. Ja, aber alles andere ist eigentlich aufgeräumt. So ihr Lieben, ich habe mich gerade fertig gemacht. Und mich hat gerade eine Freundin gefragt, ob wir nicht Lust hätten, mit in den Schrebergarten zu gehen, damit die Kinder da planschen können. Ich habe jetzt zwar Linas und Lias Planschbecken auf dem Balkon vorbereitet, aber ich dachte mir, komm, geben wir mal was anderes für die Kinder und ich wollte heute Abend eh zum Fitness, dann passt das. Ich würde sagen, ich beende den Vlog hier, damit wir direkt den nächsten Vlog starten, weil einige haben mir gesagt, dass die Vlogs nicht zu lang sein sollen und deswegen habe ich mir gedacht, dann machen wir die Vlogs jetzt ein bisschen kürzer. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende und genießt das Wetter. Tschüss!